Welche neue Rolle wird Jamal Musiala zukünftig beim FC Bayern München einnehmen? Und wie geht es weiter im Poker rund um Josua Zirkse? Hat der FC Bayern München hier seine Finger im Spiel? Zudem spricht wohl Lionel Messi jetzt über ein vorzeitiges Karriereende und Robert Lewandowski, er könnte wohl tatsächlich zu Atletico Madrid wechseln. All das und mehr jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Zudem, ich habe eine Website veröffentlicht, www.bully-insight.de. Dort findet ihr aktuelle Bundesliga-News, natürlich aber auch was zu allgemein allen Transfer-News in der Fußballwelt, internationale Top-News, aber natürlich auch ein bisschen kleinere Ligen. Es geht auch in die zweite Bundesliga rein, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Aber lasst natürlich trotzdem ein Abo hier auf dem Kanal da, denn auch hier verpasst ihr keine News. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Und das ist eine neue Rolle für Jamal Musiala. Das hat er jetzt selber in einem Interview gegenüber der Sportbild gesagt. Der 21-Jährige sagte, mittlerweile ist er eben nicht mehr Bambi. Er ist kein Bambi mehr, er ist kein junger Spieler mehr, er ist nicht mehr einer dieser Jungen. Er ist jetzt bereit, richtig viel Verantwortung in beiden Mannschaften, also sowohl beim FC Bayern München als auch bei der deutschen Nationalmannschaft zu übernehmen. Den Status als junges Supertalent, da muss man natürlich aufpassen, den hat er aber abgelegt. Er will trotzdem natürlich noch mit seiner Lockerheit aufspielen, mit Spaß aufspielen, mit Freude wie in der Jugend auf dem Feld aufstrahlen und man muss sagen, ja, ich weiß, was er meint. Er ist mittlerweile die Nummer 10 der deutschen Nationalmannschaft. Das ist kein so einfacher Youngster mehr. Er muss jetzt hier auch Verantwortung übernehmen. Er ist einer der besten deutschen Nationalspieler, die wir aktuell haben. Vielleicht mit Florian Wirtz die besten Mittelfeldspieler, die es auf der ganzen Welt so gibt, zumindest mal in ihrer Altersklasse und das ist natürlich schon ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, was man hier auf jeden Fall jetzt auch durch Jamal Musiala abgegeben hat. Wie seht ihr Musiala bei den Bayern, seine Rolle? Gerne in die Kommentare. Und sehen wir ihn vielleicht bald schon woanders? Denn in den vergangenen Wochen, da wurde Robert Lewandowski mit diversen, unter anderem auch saudi-arabischen Topclubs in Verbindung gebracht. Alle wollten den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski verpflichten. Jetzt aber ein anderer Club aus der La Liga, nämlich Atletico Madrid. Demnach ist es so, dass Atleti wohl richtig Bock hätte auf den Mittelstürmer vom FC Barcelona. Das geht jetzt aus der Sky-Sendung Transfer Update die Show hervor, aber die Rojiblancas, die dürften sich wohl nicht allzu viele Hoffnungen machen. Zum einen möchte Robert Lewandowski eigentlich weiter da spielen, wo er aktuell ist, das ist der FC Barcelona. Zum anderen gibt es natürlich auch noch diverse Angebote aus Saudi-Arabien, vielleicht auch aus der MLS, die hat Robert Lewandowski bis dato aber noch alle abgelehnt und von daher wäre ein Wechsel zu Atletico Madrid hier eher unwahrscheinlich, aber natürlich jetzt nicht komplett aus aller Welt. Wäre aber schon ein kleiner echter Hammer, wenn jetzt Atletico Madrid hier vielleicht den Zuschlag bekommen würde. Er hat noch Vertrag bis 2026, es gibt viele Interessenten, aber aus Sicht von Robert Lewandowski, er möchte bleiben, er möchte weiter um seinen Stammplatz kämpfen. Das Einzige ist, was man natürlich jetzt hier noch so ein bisschen als Fragezeichen hinstellen muss, wenn jetzt ein Club viel Geld bieten würde, vielleicht würde der FC Barcelona darüber nachdenken, Robert Lewandowski auszutauschen. Wenn das mit dem Spieler kommuniziert werden würde, das wäre dann schon, ja, vielleicht auch schon das Aus von Lewandowski bei seinem aktuellen Verein. Das wäre zumindest mal gut möglich. Ich behalte das Ganze für euch im Auge und damit gehen wir auch schon zum nächsten Thema. Wird Lionel Messi seine Karriere jetzt schon bald beenden? Aktuell, da lässt Lionel Messi, der beste Fußballer aller Zeiten, seine Karriere in der USA ausklingen. Und jetzt hat er in einem Interview darüber gesprochen, wann es jetzt für ihn zu Ende gehen soll. Denn einige dachten ja, nach dem WM-Titel in Katar, da würde Lionel Messi zumindest in der Nationalmannschaft die Schuhe an den Nagel hängen, vielleicht auch allgemein. Es gab im Sommer Gerüchte über ein komplettes Aus von ihm bei seinem aktuellen Club, aber er ist weiter bis 2025 vertraglich an Inter Miami gebunden. Ob er so lange aber auch noch auf dem Platz stehen wird, das lässt er wohl offen. Er war jetzt im Big Time Podcast zu Gast und dort hat er verraten, dass er, sobald er das Gefühl hat, dass er nicht mehr in der Lage ist, Leistung zu bringen und keinen Spaß mehr hat oder seine Mitspieler nicht mehr helfen kann, dann wird er aufhören. Er ist sehr, sehr selbstkritisch mit sich selbst. Er weiß, wann er gut ist, er weiß, wann er schlecht ist, er weiß, wann und wie gut er spielt und er will das Ganze nicht nach seinem Alter abhängig machen, sagen, keine Ahnung, mit 40 hört er auf. Er möchte es wirklich komplett an seine Leistungen anknüpfen. Immerhin bringt Messi aktuell bei Miami immer noch gute Leistungen. 19 Einsätzen für den Club in der MLS, kommt er bereits auf 16 Tore und hat noch 7 vorgelegt. Das sind natürlich sehr, sehr gute Statistiken und auch für Messi
muss man sagen, eine außergewöhnlich gute Quote. In den letzten 3 Partien, die hat er leider verpasst aufgrund muskulärer Probleme, muss man sagen. Das kam auch häufiger vor, anscheinend vielleicht auch so ein bisschen altersbedingt. Wäre jetzt natürlich auch, ich sage mal, im Rahmen, dass man da auf jeden Fall, drüber sprechen kann. Auch hat er in diesem Interview so ein bisschen über seine Zeit bei Paris Saint-Germain gesprochen. Er sagte grundsätzlich, sein Wechsel von seinem Jugendclub, von seiner Heimat, dem FC Barcelona, zu Paris, das war nicht einfach. Er sagte, es war schwierig zu wechseln. Ich wollte sehr, sehr gerne in Barcelona bleiben. Mir ging es dort sehr gut. Ich war nicht bereit zu gehen. Es ging alles sehr schnell. Ich musste mein Leben von einem auf den anderen Tag neu aufbauen. Nach 2 Jahren endete dann das Kapitel Paris Saint-Germain für ihn. Ich würde sagen, ja, halbwegs erfolgreich. Klar, die französische Meisterschaft konnte wohl man mal holen. Das war jetzt aber auch nicht der Titel, den man angestrebt hat. In der Champions League ist man eigentlich immer sang- und klanglos ausgeschieden. Aber immerhin konnte sich Messi so ein bisschen zumindest auf die Nationalmannschaft fokussieren, denn da hat er ja ziemlich große Erfolge eingefahren. So war das zumindest jetzt. Das waren seine Worte. Und ich bin mal sehr gespannt, wann Lionel Messi dann ja seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema des Videos. Und das soll die Zukunft von Joshua Zirkzee sein. Aktuell, Joshua Zirkzee, er spielt bei Bologna eine sehr, sehr gute Saison, hat aber noch einen Vertrag bis 2026 bei dem Club aus der Serie A. Aktuell, da sind Gespräche von 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse hier im Raum. Und da darf sich jetzt wohl der AC Milan freuen, denn es gibt jetzt laut dem Portal Fußball News den ersten Bericht. Sie haben, also der AC Milan, die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Joshua Zirkzee. Demnach ist es wohl so, dass sie in der Pole Position sind, rund um den niederländischen Angreifer. Und wenn er den Verein verlässt, dann aktuell AC Milan ganz vorne mit dabei. Und wenn wir mal von 40 Millionen Euro Ablöse ausgehen, ja, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für den FC Bayern München. Sie haben eine Weiterverkaufsklausel von 50%, andere Medien sprechen von 35%, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Weiterverkaufsgebühr, sagen wir mal 50%. Sie würden 20 Millionen Euro verdienen, wenn er beispielsweise zum AC Milan wechseln würde. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass die Bayern selber auch dran sind. Vielleicht auch eine Bayern-Rückkehr eine Option wäre, gerade als zweiter Stürmer neben Harry Kane. Da hat man jetzt aber lange schon wieder nichts mehr von gehört. Jetzt sind so die wahrscheinlichsten Optionen Juventus Turin, Arsenal, Tottenham, Manchester United oder halt eben auch AC Mailand. Sie sind auf jeden Fall jetzt in der Pole Position. Das soll es im Endeffekt auch schon von mir gewesen sein. Was sagt ihr zu den Themen von heute? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Wo seht ihr beispielsweise einen Jamal Musiala? Was sagt ihr zum Karriereende von Lionel Messi und wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.